Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Kennleuchten verbauen könnt. Als erstes öffnet ihr euren Mod. Also ihr geht bei Downloads und entpackt den ganzen Mod. Das Ganze mache ich mit WinRAR. So, dann ist das Ganze entpackt und ihr könnt das Ganze öffnen. So, dann seid ihr im Ordner. Ich habe schon einen anderen Ordner vorbereitet. Den hat das Tutorial genannt und da habe ich zwei Sachen reingepackt, das kann ich euch auch verlinken. Einmal die Kennleuchte, da kopiert ihr euch den ganzen Ordner und fügt ihn einfach in euren Hauptmod ein. Ihr öffnet dann den ganzen Mod mit dem Giants Editor 8.2.0. So mach's ich. Ihr braucht ihn natürlich. So. Als erstes erstellt ihr halt eine Kamera. Ihr geht auf Create Kamera View und wählt diese Kamera aus. Jetzt könnt ihr euch dahin bewegen, wo ihr wollt, damit ihr, also wo die Kennleuchten hin soll. Ihr geht oben auf das Blatt mit dem Plus und geht auf Import File. Geht auf euren Ordner mit dem Mod. Jetzt habt ihr dort den Kennleuchten-Ordner, klickt dort drauf und da ist die Kennleuchte drauf. Die öffnet ihr einfach. So, dort heißt sie jetzt KLX. Jetzt könnt ihr die ganze kopieren und ausschneiden. Jetzt geht ihr in eure Main-Gruppe vom Fahrzeug, bei mir jetzt dieser Truck, und fügt es dort ein. So. Wenn ihr jetzt Steuerung B drückt und mit einem Mauszeiger hinklickt, dann habt ihr eure Kennleuchte da. Damit ihr sie zweimal habt, drückt ihr Steuerung D. Und damit sie gleichmäßig ist, entfernt ihr oben das Minus oder macht ein Minus hin, wenn ihr es andersrum gemacht habt. So ist es komplett gleichmäßig aufgeteilt. So, jetzt öffnet ihr euren Ordner und geht auf die XML des Fahrzeugs. Das Ganze macht ihr einfach mit Notepad plus plus. So, in Notepad plus plus angekommen, habe ich für euch was vorbereitet und zwar die ganzen Einträge, die ihr machen müsst. Ihr landet wahrscheinlich da oben, ihr müsst aber ganz runter zum i3D-Mappings. Da macht ihr dann ein bisschen Platz, damit es auch ein bisschen schön aussieht. So, die ganzen Einträge, die verlinke ich euch auch. Und zwar braucht ihr jetzt den Part, der ganz unten steht, da steht i3D Mapping Doppelpunkt. Und darunter den Part, den kopiert ihr euch komplett. Einmal kopieren. Geht wieder in euren Truck rein oder Fahrzeug. Einfügen. Und macht das jetzt ein bisschen schön, damit es nicht so blöd und hingeschmissen aussieht. Jetzt geht ihr auf eure erste Kennleuchte, auf das Plus, öffnet ihr. Jetzt steht der OL3S. Da geht ihr rechts auf den Index-Part, den müsst ihr nämlich öffnen. Kopieren meine ich. Jetzt geht ihr wieder auf Notepad plus plus und da steht das gleiche. Und dahinter steht Node. Dort fügt ihr die ganzen Zahlen ein. Und geht nochmal auf das Plus und da steht jetzt OL3 unterstrich Static. Unterstrich 1, dafür kopiert ihr euch wieder den Index-Part und fügt ihn dort ein. So, jetzt geht ihr gleich auf eure zweite Kennleuchte. Ich mache das jetzt nochmal zu wieder, damit es schön aussieht. Und da habt ihr das gleiche, da kopiert ihr das auch und fügt es ebenso ein. Öffnet es wieder nochmal und dort fügt es wieder ein. Da steht jetzt OL3 Static 2, aber das ist egal. So, dann speichert ihr das.
Und ihr könnt jetzt ein bisschen hochgehen, wenn ihr das möchtet. Was auch hier aber nicht springen. Nee, wir sind jetzt im Giants Editor fertig. Alles schön schließen. Die Kamera, die erste Kamera aus, wenn die Autokamera und die Kamera, die wir am Anfang erstellt haben, einfach mit der Entferntaste auf die Tastatur löschen. Dann speichern. Und schließen. So. Jetzt geht ihr da oben hin und sucht Lights. Einfach Enter drücken. Und dann habt ihr diesen Part. Der geht bis da unten und ist einfach ein bisschen Platzfehler machen. Geht hier hin auf die Einträge und sucht euch diesen ganzen Part raus. Einfach kopieren mit Steuerung C und mit Steuerung V einfügen. Passt alles. Müsst ihr auch nichts so weiter ändern. Dann könnt ihr das Ganze speichern. Das sind wir nämlich auch fertig. Ihr geht wieder in den Ordner und öffnet die Mod Desk. Das gleiche mit Notepad++. So, jetzt die ist ein bisschen kleiner aufgebaut und ihr geht wieder auf die Einträge. Dann nehmt ihr euch diesen Eintrag hier. Und fügt den einfach ein, wenn der noch nicht vorhanden ist. Nur den kleinen Part einfach auswählen. Und was in der Mitte steht, dann nur kopieren. So, jetzt kopiert ihr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt kopiert ihr das. Und fügt es bei Vehicle-Typ ein. Bei mir steht da jetzt noch gar nichts. Deswegen werde ich das Ganze hier hinten, Enter und da einfügen. Wenn ich bei euch schon was steht, einfach auch da drunter einfügen. So, noch ein bisschen nach da schieben, dann sieht es ein bisschen schöner noch aus. Dann könnt ihr das Ganze eigentlich auch schon speichern. Ja, könnt ihr schon speichern. Und das war's eigentlich größtenteils. Ah, nee. Ganz wichtig. Erstellt einen neuen Ordner. Diesen benennt ihr um zu Scripts. Den öffnet ihr. Am besten mit einem kleinen S übrigens. Und jetzt guckt ihr nochmal bei Light Extension da hinten. Beim File Name steht nämlich angegeben, wo sich das Ganze befindet. Wenn der Ordner klein geschrieben ist und ihr das genauso den Ordner auch genannt habt, dann wird alles klappen. Ist dort da das S groß angegeben, wird es nicht klappen. So, ihr öffnet den Script-Ordner und es ist nämlich noch ein Light Extension-Part drin. Da steht Light Extension.lua, den kopiert ihr euch, fügt ihn in diesen Ordner ein, geht wieder zurück. So, markiert mit Steuerung A alles, drückt Rechtsklick zu einem Archiv hinzufügen, ganz wichtig, eine ZIP-Datei. Wie gesagt, Ganze mache ich mit WinRAR und jetzt könnt ihr nämlich den Mod wieder in euren Mod-Ordner. Und alles sollte klappen. Wenn ihr Probleme habt, kommt auf unseren Discord. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, viel Spaß. Euer Käsebrötchen.